Liebe Leute, willkommen zurück zu The Division. Ich habe schon mal ein bisschen weitergespielt, weil ich dachte, so kleine Aufträge kann ich ruhig so machen. Nachschublieferungen entdeckt. Und ja, Stufe 30. Betreten eines sicheren Bereichs. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen neu, weil mir das so nichts weiter sagt. Also es gibt Informationsmissionen oder... Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Zwei Teams aus vier Spielern treten gegeneinander, um die höchste Anzahl an Tötungen zu erzielen. Punkte werden gewährt, wenn ein außer Gefecht befindlicher Spieler eliminiert wird. Stellen Sie... Okay, muss ich das machen? Was ist das doch? Division-Schilde sind eine brandneue Gruppe von Sammelobjekten für die talentiertesten und engagiertesten Agenten. Durch Division-Schild-Herausforderungen kann man wertvolle Belohnungen gewinnen und exklusive Sammelobjekte freischalten, die den Boden für The Division 2 vorbereiten. Ja, okay. Wenn du ein Division-Schild gewinnst, wirst du mit einem einzigartigen Aufnäher und Audiozeugnissen belohnt, sowie mit einem Schildbehälter, der eine exotische Waffe, zwei geheime Ausstattungsteile, 500 Division-Tech-Teile, 2000 Phoenix-Credits und drei Chiffre-Schlüssel enthält. Gewinnst du mehrere Division-Schilde, erhältst du Exklusivbelohnungen, die in Tom Clancy's Division 2 eingelöst werden können. Diese Objekte können nur durch das Sammeln von Division-Schilden gewonnen werden. Du kannst die Division 2 vom Division-Schilde-Bildschirm aus bestellen. Ja. Ja, klar. Alles klar, ich kann Geld ausgeben. Ja, Stufe 30, also das, ich bin wirklich nur so ein bisschen rumgelaufen und hab das gemacht. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Ich dachte, das ist jetzt nicht so super spannend. Aber was wir schon noch machen, ist der letzte Einsatz. Also, genau wo man die letzte Festung des LMB am wenigsten erwarten würde. In den Gebäuden der Vereinten Nationen. Und da niemand eine streng formulierte Resolution verabschieden wird, um sie rauszuwerfen, liegt es an uns. Die anderen. Wir hören ihren Funk ab und beobachten das Gelände. Eine Sache ist klar. Colonel Bliss wird die Stellung mit allen Mitteln verteidigen. Außerdem halten sie da vermutlich auch Tschernenko fest, den russischen Wissenschaftler, den sie aus dem Konsulat entführt haben. Wenn wir Bliss ausschalten, schlagen wir der Schlange den Kopf ab. Und wenn sie die Basis verlieren, dann war es das. Captain Benites Truppen greifen eine Schlüsselstellung des LMB an. Das sollte genug Ablenkung für sie sein, um dort einzudringen und ihre automatischen Geschütztürme von innen auszuschalten. Wenn das erledigt ist, beginnen wir mit dem Hauptangriff und Bliss sitzt in der Falle. Aber alles hängt von ihnen ab. Labert die mir hier ein Schnitzel ans Ohr? Danke. Okay, jetzt wird's interessant. Die letzte Mission und so, schauen wir mal, wie schwer die wird. Aber das wirklich Interessante, und es hat auch gerade erst jemand im Kommentarbereich geschrieben, beginnt erst nach Level 30. Also, wir schauen mal. Ich denke, leicht wird es nicht. Wenn wir uns die UNO von diesen LMB-Typen zurückholen wollen, dann ist es ihre erste Priorität, an den Geschützen vorbei durch die Mauer zu gelangen. Meine Leute lenken die Wachen ab, vor allem indem sie auf sie schießen. Das sollte ihnen die Zeit verschaffen, sich mit Sprengladungen Zutritt zu verschaffen. Alle sind bereit und warten. Ich bin bereit. Sie müssen nur noch das Stichwort geben. Sichern Sie das Südtor, dann beginnen wir mit dem Angriff. Okay, oben links sehe ich gerade so ein kleiner Globus mit einer 1. Das ist vermutlich mal eine Weltstufe. Das kenne ich so, glaube ich, nur aus Outriders, ehrlich gesagt. Ich bin sicher, das ist auch bei Destiny oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob die sich automatisch erhöht oder ob man sagt, ich würde gern da und da hochspringen. Also im Level hochspringen quasi. Aber ja, das ist durchaus alles schon jetzt schon ein bisschen interessanter. Jetzt schauen wir mal, wie es abgeht hier. Blendgranate unterwegs! Was? Konzentriert das Feuer auf ihn! Wen denn sonst? Bisschen. Oh, ist das fies. Irgendwann musst du rauskommen. Ja, hier sind meine Freunde. Auf meine Ziele. Okay, Schulterwechsel ging so leider nicht. Können wir den... Ja, jetzt, sehr schön. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Oh. Yelp. Was wirft sie?
Was war das? Okay, die haben wir, sehr schön. So, was soll der denn sein? Ja, lauf mal da lang. Ich brauche den Erste-Hilfe-Kasten. Ach, eine Mine war das. Okay. Warte mal, mein einziger Weg führt hier hoch, so wie es aussieht. Ach nee. Ha. What? Wie komme ich denn da durch? Oder soll ich da gar nicht lang? Geht's hier rüber? Ah, hier vielleicht bei dem Turm. Ja, hier durch schon, wa? Hä, Leute, was verpasse ich denn hier gerade? Ist das doch der richtige Weg hier hoch? Ich glaube, das hängen die da fest und ich muss die erledigen. Ansonsten geht's nicht weiter. Sehe ich das richtig? Könnte schwierig werden. Ah, er kommt hoch. Tatsächlich, okay. Ein Tunnelzugang zum UN-Gebäude. So spektakulär. Wenn Sie in den Tunneln sind, liegt der Durchbruch etwa 180 Meter nördlich. Verlassen Sie das JTF-Team und los. Okay, Geschütze. Wir kapseln uns ab. Wir sind hier auf eigene Faust. Einfach mal reinballern in die Gänge. Blendgranate kommt, ich bin blind. Schauen wir eben. Lief ja schon mal ganz gut. Geplante Durchbruchstelle erreicht. Legen Sie Sprengsätze. Wie cool. Das hätten Sie ruhig schon früher einführen können, finde ich. Position.
Die Lampe hängt am Weg. Sehr gut. Na komm. Sehr schön. Super, wir haben 4 Erste-Hilfe-Sets. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Position. Nicht richtig durch. Das könnte passen. Das könnte dir so passen. Also jetzt ist er erfroren. Ist den irgendwie von diesem Schild. Ja, das ist ganz gut. Sehr gut. Feinde nähern sich ihrer Position. Jetzt wollte es aber wissen. Das war. Das war so gar nichts. Okay. Gib mal einfach her. Hybridmaske? Ach Gott. Sie finden Ihren Ausstattungswert im Hauptmenü, wo er auch für andere Spieler sichtbar ist. Es handelt sich dabei um den durchschnittlichen Wert aller angelegten Ausstattungsteile. Okay. Wert 139. Okay, jetzt ist das nicht mehr Level quasi, meine Stufe, sondern der Wert und je höher der ist, desto besser. Und die Kombination im Schnitt und dies, das, tralala. Alles klar. Ich verstehe, glaube ich. Wert 60, ich muss dennoch hier zusätzlich noch darauf achten. Uns fliegt hier draußen ziemlich was um die Ohren. Das dauert zu lange. Die Türme müssen sich drehen und das Tor muss sich öffnen und zwar sofort. Was geht denn jetzt? Habe ich kurz eine Chance, mir das anzuschauen oder? Hier für euch. Das Geschütz ist natürlich noch mal extra. Extra heftig. Vielleicht erhöhte Position, macht das Sinn? Was denn? Habt ihr Schiss da drüben? Du bist down. Ja,
schätze mal, ich muss hier jetzt hoch und jedes Geschütz einzeln ausschalten, oder was? Tatsächlich nicht. Wie? Warte mal. Ach, die Kabel, ne? Das ist das Ding da drüben. Wen höre ich denn hier? Was macht sie denn da eigentlich? Das war denkbar ungünstig. Okay, wir gehen rüber. Ich erinnere mich tatsächlich an diesen Bereich hier. Keine Ahnung, was hier passiert, aber ich erinnere mich an dieses Layout. Wo ist das? Da drüben. Sehr schön. Ach, die sind sogar auf meiner Seite jetzt. Gehen Sie zum Sitzungssaal. Bliss ist Ihr Ziel. Bringen Sie ihn zur Strecke. Ja, warte mal, hier ist doch gerade einer, oder nicht? Wer schießt denn da? Das ist sehr interessant mit den Geschützen jetzt. Volle Deckung! Ach nee, sind meine Kollegen. Sorry, war nur Spaß. Ah, hier. Lad schneller! Wir haben ihn gleich. Jetzt. Okay, wir warten kurz. Wir gehen rein. Hin, hier drüben. Es ist die UNO angreifen. UNO, UNO. Nutze ich nicht, aber danke. Wir müssen hoch. Bliss ist ihr Primärziel. Aber wir glauben, dass China und der Russe ebenfalls im Gebäude sind. Ich habe Trupps der JTF mit der Suche beauftragt. Aber wenn Sie sie sehen, zögern Sie nicht. Ja. Tanzen wir Tango. Der ist wichtig. Sehr schön, den haben wir. Können wir davor? Macht das Sinn? Ja, ne? Ist nur noch der eine. Minen. Oh! Hör doch auf mit deinem Quatsch. Okay, okay, es läuft. Munition, 1100 Schuss, das passt. Aktives Echo-Signal geortet. Bliss und das LMB sind erledigt.
Ich bringe unseren Immunologen hier raus. Greift das Division-Personal vor Ort an und stört ihre taktischen Geräte. Wir treffen uns später. Sir. Sir. Okay. Sind wir bereit? Ich glaube nicht. Wir werden sehen. Das sollten Sie sich anhören. Bliss hat eben die Funkstille gebrochen. Wir sind dabei, ihn zu orten. Ich schalte um. Verlogene Hurensohn Aaron Keener hat uns das Messer in den Rücken gejagt. Alle, die nicht an der Mauer sind, müssen den Verräter und seinen russischen Spezi jagen. Sie dürfen das Gelände nicht lebend verlassen. Verstanden? Es gibt einen Verlust. Die JTF ist im Gebäude. Ihr Heli ist nicht. Sie müssen das Gelände umgehend verlassen. Los, ich komme rauf. Wir haben ihn. Er ist im Versammlungssaal. Also los! Oh, da kommt seine Suchermine. Oh, ist das fies. Wo ist denn der Typ da unten? Ja. Ganz schnell. Schießt nach Belieben. Schießt nach Belieben. Oh nein, nein, hau ab. Ja, habe ich auch. Er blutet. Wir haben ihn gleich. Sehr schön. Warnung. Feind nähert sich ihrer Position. Ein bisschen restacken, ich habe nichts mehr. Die Rolle. Was ist das? Boah, sag mir bitte, dass du irgendwie. Ja, sehr schön. Erste Hilfe. M42. Okay. Aber das ist schon nicht ohne. Das ist schon. Ah, ich find's gut. Wir haben ein Heli über dem Hauptgebäude erfasst. Das muss Bliss sein. Scheiße. Agent, Bliss geht uns durch die Lappen. Aber sein Stab ist noch in der Volksversammlung. Begeben Sie sich dorthin. Ich mach Sie blind. Sagt die Minimap, haben wir hier ein bisschen. Ja, sehr schön. Erste Hilfe haben wir jetzt zwei. Haben wir hier hinten noch was? Das sieht doch gut aus, oder? Ganzen schweren MGs, die ich jetzt dabei habe. Das ist der finale Kampf. Hier ist noch ein MG und noch eins. Pack sie in deinen Rucksack. Jetzt kommt der Kommandant. Warte mal kurz. Thank you.
Ich habe nur kurz geguckt. Schießwütig. Was ist denn jetzt? Bleib mal ruhig. Den muss ich... Er heilt sich halt, ne? Sehr schön. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Boah, ist das fies, ey. Wo ist denn der Typ? Das geht, oder? Mal schauen. Hier, da. Das ist gut. Das ist fast schon unfair. Bringe Hilfsposten wieder in Gang. Sehr gut. Im Gebäude, Sie müssen... Entschuldigen Sie die Störung, Captain. Agent, in diesem Raum befinden sich alle Daten, die das LMB über Manhattan hat. Suchen Sie ein Terminal und laden Sie alles runter. Dann wissen wir, was die wissen. Die Lady hat recht. Tun Sie das. Die Lady hat recht. Die Lady hat recht. Warnung, Feinde nähern sich. Klar. Kommen die von da jetzt? Leider ja. Das ist eine ganz miese Deckung hier. Domino. Sehr gut. So, jetzt ganz in Ruhe. Oh nein! Lauf! Nein! Was ist das denn, ey? Aber einer ist hier bei mir. Komm her, komm her. Hab ich so ein bisschen rausgeguckt, ne? Das ist nicht hoch genug. Dann lieber hinter so eine ganze Wand stellen. Oh, ist das fies, ey. Feinde nähern sich. Das ist ja echt unfassbar. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder hier oben. Ach, das ist aber sehr nett. Ich denke, so macht das fast mehr Sinn. Wo ist sie? Feinde nähern sich ihrer Position. Was denn jetzt? Nein!
der automatisch übrigens. Blind und taub. Ja. Wer? Wieder neue nach. Komm schon. Wenn ich bedenke, was die Waffe für einen Schaden hat. Das war ganz gut. Hier sind eine Menge interessanter Daten. Sieht aus, als hätte das LMB jeden beobachtet. Hier ist was Seltsames. Ich lasse es sofort von Rhodes analysieren. Der Widerstand der östlichen LMB-Truppen ist gebrochen. Also schließen Sie sich unseren Leuten im Hof an. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Gut, wir holen jetzt erstmal die Sachen hier. Handschuhe. Maske, beides. Was ist dann gelb? Wie heißt das? High-End. Ich denke, das kann nicht schaden jetzt so zum Ende hin. Junge. Wir durchkämmen das Gebäude Raum für Raum. Nach und nach ergeben sich die letzten LMB-Kämpfer. Wir haben die UNO-Zentrale gesichert. Eine verfluchte Schande, dass Bliss entkommen ist. Laut letzten Berichten ist ein Vogel im Eiltempo nach Süden abgerauscht. Wahrscheinlich taucht er erstmal ab. Sir! Hol mich der Teufel. Feindlicher Heli über dem Hof. Alles sofort in Deckung! Heli. Soldaten des Last Man Battalion, hier spricht euer kommandierender Offizier, Lieutenant Colonel Charles Bliss. Und ich sage euch, wir werden heute nicht fallen. Wir sind Soldaten. Wir haben das Virus. Ist das richtig so? Und wir beugen uns keinen zusammengewürfelten Haufen Freiwilliger, der zu wissen glaubt, wie man kämpft. Formiert euch neu und stürmt die feindliche Stellung. Wir holen uns. Wollen Sie den arroganten Wichser vom Himmel? Helden, gleich noch Verstärkung. Ja, erzähl mir noch mehr. Der Heli hat die Geschützsteuerung ausgeschaltet. Wenn Sie es bis zu den Geschützen schaffen, können Sie diese manuell aufrichten. Zeigen Sie es den Bastarden. Wo ist das? Da oben, ja. Wir hauen ab. Entdeckung!
auf Sie zu. LMB-Verstärkung. Passen Sie auf sich auf da unten. Warnung. Feinde nähern sich Ihrer Position. Es wäre verdammt hilfreich, wenn Sie diese Türme endlich auf den Feind ausrichten könnten. Das klappt doch ruhig. Der Papa muss erstmal kurz gucken. Wir haben die Verstärkung. Lassen Sie an den Gun-Agent. Wo ist das nächste? Stehe ich direkt da drunter? Kann das sein? Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Ich merke schon. Jetzt schauen wir. Hier ist keins. Da drüben steht eins. Steigt er jetzt noch aus? Das ist ein Witz jetzt, oder? Der war doch down. Verstehe ich nicht sowas. What? Hier spricht euer kommandierender Offizier. Lieutenant Colonel Charles Bliss. Und ich sage euch, wir werden heute nicht fallen. Nee, aber ich. Ihr habt das Virus überlebt und für Ordnung auf den Straßen gesorgt. Und wir beugen uns keinen zusammengewürfelten Haufen Freiwilliger, der zu wissen glaubt, wie man kämpft. Und stürmt die feindliche Stellung. Wir holen uns alles zurück und kämpfen bis zum letzten Mal. Holen Sie den arroganten Wichser vom Himmel. Der Heli hat die Geschützsteuerung ausgeschaltet. Wenn Sie es bis zu den Geschützen schaffen, können Sie diese manuell ausrichten. Zeigen Sie es den Bastarden. Gleich kommt Verstärkung. Machen Sie weiter Druck und bleiben Sie wachsam. Wo haben wir hier noch ein Geschütz? Hier vielleicht? Au, 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 au. Übertrieben.
Boah. Ich brauch Medkit. Ach ja, es kam der Hinweis. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Ich spüre keinen Heilungseffekt. Drop mal was. Keine Ahnung. Das ist schon echt nicht ganz leicht, aber wir haben es gerade geschafft, ne? Ich muss mich dann halt nur fernhalten. Keine Ahnung, ich sehe gar nichts mehr. Ach nee, wir hatten ihn gerade eben noch nicht. Sehe ich jetzt erst. Wie fühlt sich das an, Agent? Easy. Sie haben gerade den CEO der letzten organisierten Bedrohung für Manhattan getötet. Cool, cool. Es war nicht leicht und wir haben viele gute Männer verloren. Aber Sie haben dem LMB das Rückgrat gebrochen.
Niemand durchkämmt mehr die Gegend und zwangsverpflichtet Leute, nicht ohne Bliss. Da draußen sind immer noch Trupps von ihnen, aber ohne Führung werden wir leicht mit ihnen fertig. Agent, wir haben eine Meldung des Kommandanten beim sicheren Quarantänezentrum in Tenderloin erhalten. Da untersucht die JTF Zivilisten, bevor sie nach Camp Hudson können, um bei den Hilfsaktionen mitzuarbeiten. Momentan sind dort 80 Personen untergebracht. Er braucht ihre Hilfe, wenn sie können. Okay. Liebe Leute, das war sehr actionreich. Hat mir aber sehr gut gefallen. Story somit durchgespielt. Jetzt haben wir einige andere Sachen zu tun. Wie ich schon gesagt habe, wir schauen uns das Überleben-Ding mal an und dann schauen wir, ob ich mich hier weiter im Spiel treiben lasse oder ob wir direkt zum zweiten wechseln oder so. Mal sehen. Aber wir haben ja auch schon gesehen, die Fenster, die da aufgeploppt sind mit Spezialsachen und so, alle für Division 2, Kauf Division 2 und so. Also die haben das da schon in die Richtung getrieben, weshalb ich eben auch das Gefühl habe, dass der zweite Teil natürlich eher sinnvoller wäre, da so richtig ins Endgame einzusteigen. Aber mal schauen, keine Ahnung. Bin froh, wir haben es geschafft. Cooles Ding. Und jetzt haben wir einige neue Sachen hier. Nachschublieferungen und so weiter. Die Dark Zone ist natürlich auch noch nicht. Was haben wir hier? Ein Problem. Eine der Schwestern hat. Okay. Da sind wir also, Agent. Wir waren ein ziemlich gutes Team, finde ich. Wir haben viel für die Stadt getan. Mehr als man uns zugetraut hat. Wir beide wissen, dass es kein Happy End ist. Aaron Keener, unser mörderischer Lieblingsverräter, ist immer noch da draußen, unter Herz Tschernenko. Lesen Sie mal Keeners Akte, sie ist hochinteressant. Und wo Amherst ist, wissen wir auch nicht, oder was er sonst noch auf Lager hat. Aber es gibt Hoffnung. Dr. Kendall und das DCD sind einem Impfstoff auf der Spur. Sie haben dem LMB, den Keeners und den Rikers das Rückgrat gebrochen. Die Stadt gehört wieder uns, wie versprochen. Wir sind jedoch noch nicht fertig. Solange es die Dark Zone gibt, haben wir genug zu tun. Aber wir sind im Begriff, die Stadt zu retten. Und mit ihr vielleicht noch etwas anderes. Nicht schlecht für die zweite Welle, oder? Unidentifiziertes SHD-Tag-Signal geortet. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.